أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا صلوات. Ja, wir wollen heute mit Hilfe des zweiten Blitzes ein bisschen auf das Thema der Krankheiten eingehen. Ja, beginnen wir erst einmal zu lesen. Und zwar auf Seite 13 im Buch Blitze. بسم الله الرحمن الرحيم إذا نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Das ist ein Vers aus dem Koran und übersetzt bedeutet er so viel wie: Im Namen Allahs, des Erbarmers, des Barmherzigen. Als er seinen Herrn anrief, Unheil hat mich heimgesucht, doch du bist der über alles Barmherzige. Sura 21, Ayat 83. Dieses Bittgebet von Hazreti Ayyub, zu Deutsch Hiob, Friede sei mit ihm, ist oft erprobt worden und hat sich als wirksam erwiesen. Auch wir sollten, wenn wir diesen Koranvers verwenden, dieses Gebet sprechen. Rabbi inni massani durru wa anta arhamur rahimin. Unheil hat mich heimgesucht, doch du bist der über alles Barmherzige. Im Wesentlichen verhält es sich mit der bekannten Geschichte von Hazrat Ayyub, Friede sei mit ihm, folgendermaßen. Zuerst einmal möchte ich sagen, dass Allah zum Beispiel von Zeit zu Zeit Menschen auserwählt, die der gesamten Menschheit als Beispiel dienen sollen, als Vorbild dienen sollen. Und Hazrat Ayyub ist einer von diesen Menschen, ja, Friede sei mit ihm, mit dessen Leben wir heute mal schauen sollen, wie wir auf die Krankheiten reagieren sollen. So, im Wesentlichen verhält es sich mit der bekannten Geschichte von Hazrat Ayyub a.s. folgendermaßen. Während er lange Zeit zahllose Wunden und blaue Flecken trug, vergegenwärtigte er sich den Lohn für seine Leiden und er trug sie mit vollkommener Geduld. Später aber fürchtete er, dass er nicht länger mehr zu Dienst und Anbetung würde fähig sein, weil sich in seinen Wunden Würmer anzusiedeln begannen und ihn an Herz und Zunge quälten, der Stätte des Gedenkens und der Erkenntnis Allahs. Deshalb sprach er sein Bittgebet nicht um seine eigenen Ruhe willen, sondern für seinen Dienst und die Anbetung Gottes. O Herr, das Übel beunruhigt mich. Es beeinträchtigt meine Zunge, wenn ich deiner gedenke, und mein Herz, wenn ich dir diene und dich anbete. Und Gott, der Gerechte, nahm dieses aufrichtige, reine, selbstlose, um Allahs Willen verrichtete Gebet in wunderbarster Weise an. Er gewährte ihm vollkommene Gesundheit und erwies ihm alle Arten seiner Barmherzigkeit. Dieser Blitz umfasst 5 Anmerkungen. Wie wir hierin jetzt sehen, können wir Hazrat Ayyub a.s. uns als Vorbild nehmen. Und zwar folgendermaßen, wir sehen hier, dass er die Krankheit, die ihn heimgesucht hat, gar nicht erst als solche wahrnimmt. Das heißt, die Krankheit ist vor allem, wie hier steht, er hat zahllose Wunden und blaue Flecken, aber er beschwert sich nicht einmal über diese Krankheit. Er beschwert sich erst dann, wenn diese Krankheit begonnen hat, sein Herz und seine Zunge zu quälen. Das heißt, erst dann, als diese Krankheit seinen Gottesdienst beeinträchtigt hat. Das heißt für uns auch, dass wenn uns eine körperliche Krankheit betrifft, wir nicht sofort anfangen sollen, uns zu beschweren, warum uns diese Krankheit heimgesucht hat, sondern wirklich erst einmal mit vollkommener Geduld entgegenzukommen und sich den Lohn für seine Leiden zu vergegenwärtigen. Jetzt gibt es aber in unserer Zeit vor allem nicht nur körperliche Krankheiten, sondern viel mehr Krankheiten, die unser Inneres betreffen. Also nicht unsere körperliche Welt, sondern vielmehr die geistige Welt. Davon handelt jetzt die erste Anmerkung des zweiten Blitzes. Und zwar wird dort gesagt, im Gegensatz zu den sichtbaren Wunden der Krankheit von Hazrat Ayyub a.s. haben wir unsichtbare Krankheiten der Seele und des Herzens. Wenn unser Inneres nach außen und unser Äußeres nach innen gewendet würde, erschienen wir stärker verletzt und erkrankt als Hazrat Ayyub a.s. Denn jede Sünde, die wir begehen und jeder Zweifel, der uns kommt, fügt unserem Herzen Wunden zu. Die Wunden von Hazrat Ayyub a.s. bedroht nur sein kurzes irdisches Leben. Unsere unsichtbaren Wunden bedrohen unser ganzes, langes und ewiges Leben. Wir bedürfen des Bittgebetes von Hazrat Ayyub a.s. 1000-mal mehr als er. Gerade so wie die Würmer, die sich in Hazrats Wunden ansiedeln begannen, ihm Herz und Zunge beschwerten, genau so werden auch die Wunden, die uns die Sünde schlägt, werden auch die Einflüsterungen und die Zweifel, die sich in diesen Wunden einnisten, Gott bewahre, das Innere unseres Herzens, die Stätte des Glaubens beschweren und den Glauben belasten.
Auch werden sie die Zunge beeinträchtigen, die den Glauben zum Ausdruck bringt und ihr die geistige Freude zu rauben suchen, um sie vom Gottesgedenken ab und zum Schweigen zu bringen. Ja, sobald die Sünde einmal in das Herz eingedrungen ist, schwärzt, verdunkelt und verhärtet sie es, bis das Licht des Glaubens ausgelöscht ist. In jeder Sünde liegt ein Weg zum Unglauben. Wird die Sünde nicht gleich durch das Verlangen nach Vergebung gelöscht, wächst sie von einem Wurm zur Schlange, die am Herzen nagt. Beispielsweise wird ein Mann, der heimlich eine schändliche Sünde begeht, die Entehrung fürchten, die daraus entsteht, dass andere davon erfahren. Darum fällt es ihm auch sehr schwer, die Existenz von Engeln und anderen geistigen Wesen anzuerkennen. Und schon bei einem geringen Anlass möchte er sie leugnen. Gleichermaßen wird jemand, der eine große Sünde begeht, welche Höllenstrafen nach sich zieht, das Nichtvorhandensein der Hölle aus ganzer Seele wünschen und einen geringen Anlass oder Zweifel nutzen, um die Hölle zu leugnen, wenn er nicht zum Schutz den Schild der Vergebung aufnimmt. Ebenso wird jemand, der die 5 Gebete nicht verrichtet und seine Verpflichtung zu Dienst und Anbetung bricht, in Bedrängnis geraten, gerade so, als habe er eine der Pflichten gegenüber seinem Direktor vernachlässigt. Seine Vernachlässigung der 5 Gebete, entgegen den wiederholten Weisungen des Königs der Ewigkeiten, wird ihn sehr bedrücken und er wird aus diesem Gefühl der Bedrängnis heraus aus tiefstem Inneren wünschen: Ach, gäbe es doch diese Geschöpfespflicht zur Anbetung nicht. Und aus diesem Wunsch wird dann der Wunsch erwachsen, Allah zu leugnen, worunter man bereits ein Gefühl der Feindschaft ihm gegenüber ahnen kann. Kommt dann ein Zweifel an der Existenz Gottes in sein Herz, wird er versuchen, diesen Zweifel als einen schlüssigen Beweis zu etikettieren. Vor ihm öffnet sich das Tor zu einem furchtbaren Abgrund. Der Ärmste weiß nicht, dass er sich durch seinen Unglauben im Gegensatz zu der nur geringen Mühe seiner Geschöpfespflicht millionenfach fürchterlichen Strapazen ausgesetzt hat. Er flieht vor dem Stich der Mücke und liefert sich dem Biss der Schlange aus. Und noch zahlreiche andere Beispiele könnten mit den 3 Obigen aufgeführt werden, um den Sinn der Worte zu verdeutlichen, Bel rana ala qulubihim, was so viel bedeutet wie: Wahrlich, ihre Herzen sind wie mit Rost befleckt. Sure 83, Ayat 14. Hieran können wir sehen, dass es große Unterschiede zwischen der Krankheit von Hazrat Ayyub a.s. gibt und unseren Krankheiten. Wie hier gesagt wurde, dass seine Krankheit zum Beispiel bloß sein irdisches und kurzes Leben beeinträchtigt und bedroht sogar unsere geistigen Krankheiten, die wir unserer Seele zufügen, unser ewiges und langes Leben im Jenseits. Und wie hier gesagt wurde, genauso wie jede Krankheit einen Weg zum Tod öffnen kann, kann auch jede Sünde, die wir als Menschen begehen, dazu führen, dass man im Unglauben landet. Denn hier hat Bediüzzaman Said Nursi gesagt, in jeder Sünde liegt ein Weg zum Unglauben. Und weiter, als nächsten Punkt wollen wir mal schauen, wieso denn wir kein Recht auf Beschwerden haben, wenn uns irgendwelche Krankheiten entgegenkommen. Dafür wollen wir wieder aus dem zweiten Blitz, aus der zweiten Anmerkung, auf Seite 16, die 3 Gründe dafür lesen. Und zwar sagt Bediüzzaman Said Nursi dort, wie hinsichtlich der Bedeutung von Schicksal und Glaube schon im 26. Wort erläutert wurde, haben die Menschen aus den 3 folgenden Gründen kein Recht, sich über Unglück und Krankheiten zu beschweren. Erster Grund: Gott der Gerechte hat dem Menschen den Körper angezogen wie ein Kleid und macht an ihm seine Kunst sichtbar. Er hat den Menschen zu einem Modell gemacht, an dem er dieses Kleid des Menschenkörper zuschneidet, umformt und ändert, um die Erscheinungen seiner verschiedenen Namen zu zeigen. Und ebenso wie der Name Heiler die Existenz von Krankheit voraussetzt, bedingt auch der Name Versorger das Vorhandensein des Hungers und so auch die anderen Namen in dem entsprechenden Sinn. Malikul Mulki yatasarrafu fi mulkihi kayfa yasha. Was so viel bedeutet wie: Der Eigentümer des Eigentums verfügt über sein Eigentum, wie er will. Diesbezüglich sagt Bediüzzaman Said Nursi auf Seite 412, und zwar im 4. Heilmittel des 25. Blitzes: O du anklagender Kranker, was du von Rechts wegen tun solltest, ist, nicht zu klagen, sondern dankbar und geduldig zu sein. Denn dein Körper, deine Organe, deine ganze Konstitution ist nicht dein Eigentum. Du hast sie nicht, um seine schöne Kunst und seinen kostbaren Reichtum zu zeigen, einen armen Mann für ein Stündchen gegen Honorar als Modell ein und bekleidet diesen armen Mann mit einem besonders kunstvoll genähten und verzierten Umhang oder Anzug. Dann bestickt und modelliert er daran, er schneidet, ändert, verlängert, verkürzt, um seine einzigartige Kunstfertigkeit zu zeigen.
Wenn nun etwa dieser gegen ein Honorar angestellte, arme Mann zu jenem Herrn sagt, Sie machen mir Schwierigkeiten, Sie befehlen mir, mich zu beugen und mich wieder aufzurichten und verursachen mir allerlei Umstände. Sie verderben die ganze Schönheit, wenn Sie an diesem Umhang, der mich schmückt, herumschneiden und kürzen. Hat er denn etwa ein Recht, so zu reden? Kann er sagen, Sie haben ohne Mitleid und Barmherzigkeit gehandelt? Genauso wie in diesem Beispiel ändert dir, o Kranker, der erhabene Meister deinen Körper, das Hemd, das er dir angezogen hat, den er mit erleuchteten Sinnen wie Augen, Ohr, Verstand und Herz ausgestattet hat, um die Ornamente seiner schönen Namen zu zeigen, dreht und wendet dich unter den verschiedensten Umständen und Situationen. So wie du seinen Namen, der Versorger, also Rezak auf Türkisch, in deinem Hunger kennengelernt hast, so erfahre nun auch seinen Namen, der Heiler, in deiner Krankheit. Weil Schmerz und Unglück einen Teil seiner Namen erkennen und bestimmen lassen, finden sich in ihnen Funken der Weisheit und Strahlen der Barmherzigkeit und besondere Schönheiten unter diesen Strahlen. Wenn der Vorhang sich öffnet, findest du hinter dem Vorhang der gefürchteten und verabscheuten Krankheit viele liebevolle und schöne Bedeutungen. Wenn wir das mal auf uns selber übertragen sollten, wenn wir uns mal umschauen, was haben wir denn überhaupt eingesetzt, damit wir all das im Gegenzug bekommen können? Wir haben nichts dafür getan, dass wir unsere Familie zum Beispiel bekommen. Wir haben sie nicht ausgewählt, wir haben sie nicht gekauft, wir haben sie nicht geliehen. Wir haben dieses ganze Leben eigentlich sozusagen von dem Eigentümer geliehen bekommen. Und wenn dieser Eigentümer jetzt sagt, ja, ich möchte jetzt an meinem Eigentum etwas ändern, dann können wir dagegen nichts machen. Wir haben also keinen Grund zur Beschwerde, weil es nicht uns gehört. Genauso ist es zum Beispiel das Video, das wir mal geschaut hatten, wo ein kleines Kind, zwischen 2 und 15 Jahren war das, glaube ich, sich erst einmal versucht, als kleines Baby seinen Körper kennenzulernen. Das heißt, das Kind weiß gar nicht, dass dieser Körper ihm gehört. Es ist aber nicht das Kind selber. Das macht das Kind dadurch deutlich, dass es diesen Körper erstmal versucht kennenzulernen. Das heißt, es nimmt die Hand in den Mund, beißt drauf rum, steckt die Hand ins Feuer und guckt sich stundenlang vielleicht die Hände und Füße an, um überhaupt mal zu schauen, wozu führt das alles, wozu ist das alles da. Aber mit voranschreitendem Alter sagt dieses Kind dann, was als Baby noch diesen Körper gar nicht gekannt hat, noch gar nicht als seins angenommen hat, sagt, dieser Körper bin ich. Das heißt, er nimmt diesen Körper als Eigentum wahr. Und daraus entsteht eben auch, daraus entsteht das Bedürfnis, sich zu beschweren, wenn einem die Krankheit betrifft. Also, wieso kommt diese Krankheit auf mich, wieso kommt diese Krankheit auf meinen Körper zu? Es ist ja aber gar nicht dein Körper. Aber das vergisst der Mensch eben mit der Zeit. Weiter wird noch gesagt, und zwar im dritten Grund, wohl vom zweiten Grund erstmal. Im zweiten Grund wird auch gesagt, dass durch Unglück und Krankheit wird das Leben geläutert, vervollkommnet, gestärkt, entfaltet, bringt seine Frucht, erreicht Vollkommenheit, erfüllt seine Lebensaufgabe. Ein Leben, das man eintönig auf seinem Ruhelager verbringt, gleicht weniger dem absolut Guten des Seins, als vielmehr dem absolut Bösen des Nichtseins und neigt dazu hin. Auf Seite 416 im selben Buch, Blitze, und zwar im siebten Heilmittel, sagt mir dieser Masai Nussi, O du Kranker, der du die Freude über deine Gesundheit verloren hast. Deine Krankheit lässt den Sinn für Gesundheit als einer Gabe Gottes nicht vergehen, sondern belebt und verstärkt ihn. Denn was beständig vorhanden ist, verliert seine Wirkung. Ja, die Kenner der Wahrheit sagen sogar übereinstimmend, innamal ashya'u tu'rafu bi azdadiha. Was so viel bedeutet wie, alle Dinge erkennen sich in ihrem Gegenteil. Zum Beispiel, gäbe es keine Finsternis, könnten wir Licht nicht erkennen und es nicht genießen. Gäbe es keine Kälte, verstünden wir die Hitze nicht, hätten wir keinen Sinn dafür. Gäbe es keinen Hunger, fänden wir keinen Geschmack am Essen. Gäbe es keinen Durst, verspürten wir keine Lust, Wasser zu trinken. Gäbe es kein Unwohlsein, empfänden wir kein Wohlbefinden. Gäbe es keine Krankheit, hätten wir kein Gespür für Gesundheit. Demgemäß möchte der allweise Schöpfer also, dass der Mensch seine verschiedensten Gaben kosten, jede Art seiner Gnadenerweise schmecken solle und ihn daher stets zur Dankbarkeit anleiten. Verbunden mit der Frage, warum Krankheiten auf uns zukommen, sagt Bedizoma Said Nursi im 12. Heilmittel des 25. Blitzes, und zwar auf Seite 421. O du Kranker, dem wegen deiner Krankheit Anbetung und Rezitation versagt bleiben und der du wegen deiner Versagung betrübt bist.
Wisse, dass es aufgrund eines Hadiths feststeht, ein frommer Gläubiger, der wegen seiner Krankheit die täglichen Rezitationen nicht zu beten vermag, erwirbt während der Zeit seiner Krankheit dennoch deren Verdienste. Für einen Kranken, der das Pflichtgebet so weit wie möglich verrichtet, gilt während der Zeit einer schweren Erkrankung die Krankheit als Ersatz für die unterbliebenen Sunna-Gebete, und zwar als ein aufrichtiges Gebet, wenn er geduldig ist, sich Gott anvertraut und die Pflichtgebete verrichtet. Dennoch lässt die Krankheit den Menschen seine Schwäche und Hilflosigkeit empfinden. Sie bewirkt, dass er in seiner Schwäche und Hilflosigkeit, ausgesprochen mit seinen Worten oder unausgesprochen mit seinen Taten, sein Gebet darbringt. Gott der Gerechte hat dem Menschen eine grenzenlose und eine unendliche Hilflosigkeit gegeben, damit er beständig am Throne Gottes Zuflucht suche, zu ihm flehen und betend, قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ, das so viel bedeutet wie: Sprich, mein Herr würde sich nicht um euch kümmern, wäre es nicht um eures Gebetes willen. Sure 25, Ayat 27. 77. Nämlich, wenn ihr nicht betet, welchen Wert habt ihr dann noch? Entsprechend dem Geheimnis dieses Verses ist die Krankheit eine Ursache des innigen und flehentlichen Gebetes, das der verborgene Sinn der Erschaffung des Menschen ist und der Grund seines Wertes. Von diesem Standpunkt aus betrachtet ist es erforderlich, nicht zu klagen, sondern Allah zu danken und den Hahn des Gebetes, den die Krankheit geöffnet hat, nicht zu schließen, nachdem man seine Gesundheit wieder erlangt hat. Diesbezüglich sagt Belisaman Said Nursi im Buch Blitze wieder, auf Seite 417, im 8. Heilmittel des 25. Blitzes: O du Kranker, der du an das Jenseits denkst, die Krankheit wäscht und reinigt wie eine Seife vom Schmutz der Sünde. Es steht aufgrund einer wahren Überlieferung fest, dass die Krankheiten eine Buße für die Sünden sind. Außerdem ist in einem Hadith gesagt: So wie von einem Baum die reifen Früchte herunterfallen, wenn man ihn schüttelt, so fallen auch von einem Gläubigen die Sünden ab, wenn er in seiner Krankheit vom Fieber geschüttelt wird. Sünden sind für das ewige Leben wie andauernde Krankheiten. Sie sind außerdem in diesem irdischen Leben wie eine seelische Krankheit für das Herz, das Gewissen, den Geist. Wenn du geduldig bist und nicht klagst, rettest du dich durch diese vorübergehende Krankheit vor sehr vielen, lang andauernden Krankheiten. Wenn du nicht an die Sünden denkst oder nichts vom Jenseits weißt oder Allah nicht kennst, hast du so eine fürchterliche Krankheit, millionenfach größer als diese deine kleine Krankheit, ihretwegen sollst du jammern. Und sagen viele aber, wenn sie von der Krankheit betroffen sind: Ich bin krank, ich bete 24 Stunden lang, damit diese Krankheit von mir genommen wird, aber sie bleibt trotzdem an mir bestehen. Das heißt, Allah nimmt diese Krankheit nicht von mir. Diesbezüglich sagt mir dieser Masai Nusri auf Seite 428 im 17. Heilmittel, dass er selber zum Beispiel 40 Jahre lang unter einer Krankheit gelitten hat, die Rheuma heißt. Ich habe verstanden, dass die Krankheit geschickt wurde, um des Gebetes willen. Ich habe verstanden, dass das Gebet erst im Jenseits seine Frucht bringt, weil das Gebet nicht durch das Gebet, das heißt, das Gebet nicht durch sich selbst aufgehoben werden kann. Die Krankheit ist auch selbst eine Art Anbetung, und der in ihr seine Schwäche begreift, nimmt am Throne Gottes seine Zuflucht. Es kam mir deshalb während der 30 Jahre, die ich um Genesung betete, ohne dass mein Gebet äußerlich sichtbar angenommen worden wäre, niemals in den Sinn, das Gebet aufzugeben. Denn Krankheit ist eine Zeit des Gebetes, Heilung nicht die Folge des Gebetes. Wenn also der barmherzige Arzt und Herr Genesung schenkt, schenkt er sie aus seiner Fülle. Wenn aber das Gebet nicht in der von uns gewünschten Form erhört wurde, kann man nicht sagen, es sei nicht angenommen. Der allweise Schöpfer weiß es besser und schenkt zu unserem Wohlergehen, was uns zum Besten dient. Zu diesem 17. Heilmittel sagt mir dieser Mann Said Nursi im Buch Worte, auf Seite 525 im 5. Punkt des 23. Wortes: Der Glaube erfordert das Gebet als unanfechtbares Fahrzeug, und die menschliche Natur verlangt es mit Macht. Auch erlässt Gott der Gerechte entsprechend der Frage die Verfügung: Wenn ihr nicht betet, welchen Wert habt ihr dann noch? Und befiehlt: قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاءُكُمْ, was so viel bedeutet wie: Sprich, mein Herr würde sich nicht um dich kümmern, wäre es nicht um deines Gebetes willen. Sure 25, Ayat 77 und Udu'uni estajibelekum, was so viel bedeutet wie: Rufe mich an, ich werde dir antworten. Sure 40, Ayat 60. Wenn du jetzt sagst: Wir beten oft, aber unsere Gebete werden nicht angenommen,
Die Aya gilt jedoch allgemein und besagt, dass es für jedes Gebet eine Antwort gibt. So lautet die Antwort: Auf das Gebet zu antworten ist das eine, es anzunehmen das andere. Es gibt für jedes Gebet eine Antwort, aber es anzunehmen und genau das Verlangte zu geben, hängt von der Weisheit Gottes des Gerechten ab. Zum Beispiel, ein krankes Kind ruft: Herr Doktor, schauen Sie mal her. Der Arzt: Ja, bitte, was möchtest du? Das Kind: Geben Sie mir diese Medizin. Der Arzt wird ihm entweder geben, was es verlangt hat, oder er wird ihm in diesem Falle etwas Besseres geben. Oder er wird es ihm, wenn es zur Verschlimmerung der Krankheit führen würde, nicht geben. Darum beantwortet Gott der Gerechte, der vollkommene Allweise, der Allschauende, immer Gegenwärtige, das Gebet seiner Diener und Anbeter. Er verwandelt die Schrecken der Einöde und Menschenlehre durch seine stete Bereitschaft zu antworten in Vertrautheit. Aber er gibt dem Menschen nicht, was dessen Lust und Laune gebietet, sondern so, wie es die Weisheit des Herrn erfordert. Entweder was er verlangt, oder etwas Besseres, oder nichts. Weiter ist das Gebet Dienst und Anbetung. Dienst und Anbetung aber trägt seine Frucht im Jenseits. Weltliche Gründe bestimmen die Zeit für eine Art des Gebetes und der Anbetung. Diese Gründe sind nicht dessen Ziel, wie zum Beispiel Gesundheit zu möchten, durch das Gebet wegen der Krankheit. Zum Beispiel, das freie und das rituelle Gebet um den Regen ist eine Anbetung. Die Zeit der Dürre ist die Zeit dieser Anbetung. Andererseits sind Gebet und Anbetung nicht dazu da, den Regen herabzuziehen. Bestünde ihre Absicht allein darin, wäre das Gebet nicht rein und aufrichtig und verdiente es nicht, angenommen zu werden. So ist die Zeit des Sonnenunterganges die Zeit für das Abendgebet. So ist die Zeit der Sonnen- und Mondfinsternis bestimmt für zwei rituelle Gebete, Küsuf und Husuf genannt. Weil nämlich die Verfinsterungen des Tages- und Nachtgestirns auf eine Art die Größe Gottes sichtbar zu machen dienen, lädt Gott der Gerechte seinen Diener zu dieser Zeit zu einer Art Anbetung ein. Andererseits dient das Gebet nicht dazu, die Verfinsterung von Sonne und Mond aufzuheben, deren Beginn und Ende durch astronomische Berechnungen ermittelt werden kann. Das gleiche gilt auch während einer Dürreperiode für Gebet und Regen, für Gebet um Regen. Also sehen wir, dass wenn eine Krankheit uns betrifft, wir nicht dafür, das Gebet nicht dafür da ist, diese Krankheit aufzuheben, sondern dass die Krankheit dafür da ist, das Gebet auszusprechen. Denn wer würde sich denn schon, wenn man sein ganzes Leben lang zum Beispiel in Gesundheit verbringt, wer würde dann auf die Idee kommen, Allah anzubeten? Es gibt zum Beispiel ein Beispiel des Pharaos zur Zeit von Musa a.s., von Moses, der zum Beispiel, der hat sein ganzes Leben lang, hat er nicht einmal Zahnschmerzen gehabt. Und aus diesem Grund hat er sich selber auch als Gottheit gesehen. Das heißt, diese Krankheiten führen auch dazu, dass wir einmal merken, wie schwach und unzulänglich wir eigentlich sind. Und dadurch am Throne Gottes Zuflucht suchen. Nun zurück zum zweiten Blitz wieder. Und zwar machen wir weiter beim dritten Grund, der zweiten Anmerkung. Wird dort gesagt, dieses, unser diesseitiges Haus, ist ein Ort der Prüfung, ein Dienstgebäude und nicht ein Ort für Vergnügungen, Lohn und Belohnung. Und weil es ein Dienstgebäude ist und eine Stätte der Anbetung, entsprechen Krankheiten und Unglücksfälle, soweit sie nicht den Glauben beeinträchtigen und in Geduld ertragen werden, dem Dienst und der Anbetung. Ja, unterstützen noch darin. Und weil sie jede Stunde der Anbetung zu einem ganzen Tag machen, sollte man dafür dankbar sein, statt zu klagen. Es gibt ja zweierlei Arten der Anbetung, die positive und die negative. Was mit positiver Anbetung gemeint ist, ist bekannt. Und zwar sind es die Anbetungen, die wir mit unserem Körper deutlich verrichten, wie zum Beispiel das Beten oder das Fasten beispielsweise. Die negative Art aber ist die, dass der Mensch, wenn ihn Unglück oder Krankheit trifft, seine Schwäche und Hilflosigkeit verspürt, sich seinem barmherzigen Herrn Zuflucht suchen zuwendet, seiner gedenkt, zu ihm fleht und ihm solcher Art eine aufrichtige Anbetung darbringt. In diese Anbetung vermag sich keine Heuchelei einzuschleichen, sie ist rein. Wenn man dann geduldig ist, an den Lohn der Plage denkt und dafür dankt, so wird jede Stunde wie ein ganzer Tag der Anbetung gelten. Es gab ja auch mal ein Gleichnis, das Said Nursi radiallahu anhu erlebt hat, und zwar mit einem seiner Schüler, der krank war und er um ihn getrauert hat. Also er hat sich eben gefragt,
wieso ist diese Krankheit auf ihn zugekommen und hat nun mal um ihn getrauert. Dann wurde er ermahnt, und zwar wurde ihm gesagt, dass durch diese Krankheit eine Stunde seines Lebens wie so eingestuft wird, als hätte er den ganzen Tag lang einen reinen Gottesdienst verrichtet. Dementsprechend wird hier gesagt, das kurze Leben wird ein langes Leben. Manchmal gilt sogar eine einzige Minute der Anbetung so viel wie ein ganzer Tag. Des Weiteren sagt Medusa auch in der fünften Anmerkung im zweiten Blitz, und zwar auf Seite 22, zum dritten leitet er den Satz ein: Jedes Zeitalter hat seine Besonderheit. In diesem Zeitalter der Gottvergessenheit hat das Unglück seine Form gewandelt. Zu bestimmten Zeiten und für bestimmte Menschen ist Unglück gar kein Unglück, sondern Wohlwollen Gottes. Was erst einmal aussieht wie zwei ganz verschiedene Sachen, erläutert mir die Sommerzeitung sehr schön. Da ich diejenigen, die von einer Krankheit oder einem Unglück betroffen sind, zur heutigen Zeit als glücklich betrachte, unter der Voraussetzung, dass ihr Unglück nicht ihren Glauben berührt, kommt es mir nicht in den Sinn, gegen Krankheit oder Unglück eingestellt zu sein. Und ich habe auch nicht das Gefühl, sie bedauern zu müssen. Denn immer wenn ein junger Kranker zu mir kam, stellte ich fest, dass er seine religiösen Verpflichtungen und auch das Jenseits viel ernster nahm als seine Alterskameraden. Hieraus schließe ich, dass Krankheit nicht ein Unglück ist für solche Menschen, sondern vielmehr eine Art Gnadengabe Gottes. Denn obwohl Krankheit in seinem ziemlich kurzen, vergänglichen, irdischen Leben eine Belastung bewirkt, bringt sie ihm doch Gewinn für das ewige Leben, gilt als eine Art des Dienstes und der Anbetung. Würde er die Gesundheit finden, könnte er sicherlich im Rausch der Jugend und den Vergnügungen seiner Zeit nicht mehr die Einstellung bewahren, die er seit seiner Krankheit für sich gewonnen hatte, sondern würde sich vielleicht in Vergnügungen stürzen. Eine etwas ähnliche Aussage macht Bediüsamer im fünften Heilmittel des 25. Blitzes. Und zwar ist das auf Seite 413. Dort sagt er: O du Kranker, der du der Nörgelei verfallen bist. Ich bin aus Erfahrung zu der Überzeugung gelangt, dass in unserer Zeit Krankheit für einige eine Wohltat Gottes und ein Geschenk seiner Barmherzigkeit ist. Obwohl ich dessen nicht würdig bin, kommen seit 8, 9 Jahren einige junge Leute in ihrer Krankheit zu mir, damit ich für sie bete. Ich habe bemerkt, dass diejenigen jungen Kranken, die ich gesehen habe, im Gegensatz zu anderen jungen Leuten begonnen haben, an das Danach, also an das Jenseits, zu denken. Sie kennen die Trunkenheit der Jugend nicht. Sie retten sich in gewissem Grade davor, sich achtlos tierischer Lust auszusetzen. Ich habe gesehen, dass ihre Krankheiten im Rahmen ihrer Fähigkeit, sie zu ertragen, eine Wohltat Gottes waren, und habe sie darauf aufmerksam gemacht. Ich sagte ihnen: Mein Bruder, ich habe nichts gegen deine Krankheit und bedauere dich nicht wegen deiner Krankheit, sodass ich für dich beten müsste. Bemühe dich um Geduld in deiner Krankheit bis zu deiner völligen Erweckung. Und wenn die Krankheit ihre Aufgabe erfüllt hat, wird dir der barmherzige Schöpfer um seinetwillen Genesung schenken. So sagte ich weiter: Ein Teil deiner Altersgenossen sind infolge des Unglücks ihrer Gesundheit der Gottvergessenheit verfallen, versäumen das Gebet, denken nicht an das Grab, vergessen Allah. In diesem irdischen Leben erschüttern, ruinieren, ja, zerstören sie vielleicht sogar in einer Stunde oberflächlicher Lust ein unendliches, ewiges Leben. Durch die Brille deiner Krankheit siehst du dein Grab, deine künftige Wohnstadt, in die du in jedem Falle hinabsteigen wirst, und noch dahinter die jenseitigen Wohnstätten, und verhält sich dementsprechend. Das besagt also, dass für dich die Krankheit Gesundheit ist, doch bei einem Teil deiner Altersgenossen ist Gesundheit eine Krankheit. Daran sehen wir also, dass Krankheiten meist gar nicht so schlimm sind, wie wir sie vorerst wahrnehmen. Das heißt, wir sehen, dass Krankheiten auch ihren Zweck haben und nicht einfach zufällig an irgendjemanden verteilt werden. Und zwar, wie vorher auch gesagt wurde, besteht die Aufgabe des Menschen darin, seine Hilflosigkeit und seine Unzulänglichkeit wahrzunehmen und sich dadurch dem Thron Gottes Zuflucht zu suchen. Zum Abschluss sagt mir dieser Zeitnussi im Schlusswort des zweiten Blitzes auf Seite 23: Gott der Gerechte hat den Menschen mit grenzenloser Schwäche und mit unendlicher Armseligkeit versehen, um seine grenzenlose Macht und seine unendliche Barmherzigkeit zu erweisen. Auch hat er, um die zahllosen Ornamente seiner Namen zu offenbaren, den Menschen in der Weise erschaffen, dass er ihn wie eine Maschine gemacht hat, die unzählige Arten von Schmerz zu empfinden und zahllose Arten von Freude wahrzunehmen vermag.
Und in dieser Maschine, die der Mensch ist, gibt es hunderte von Teilen, deren jedes einzelne seinen eigenen Schmerz, seine eigene Freude, seine eigene Aufgabe hat und eine eigene Belohnung für sich empfängt. So wie im Kosmos, der einem großen Menschen gleicht, alle Namen Gottes hervortreten, so erscheint auch im Menschen als Mikrokosmos die Gesamtheit seiner Namen, wie zum Beispiel in der Krankheit der Name der Heiler, Shafi, und im Hunger der Name der Versorger, Rezak. Und so wie Gesundheit, Wohlergehen, Freude und andere angenehme Dinge dazu führen, Dank zu sagen, so leiten sie auch die Maschine dazu an, ihre verschiedenen Aufgaben zu erfüllen. Dadurch wird der Mensch zu einer Art Dankesfabrik. Ebenso werden durch Unglücksfälle, Krankheiten, Schmerzen und andere erregende und bewegende Störungen die anderen Zahnräder dieser Maschine in Bewegung versetzt, in Schwung gebracht. Der Stoff der Hilflosigkeit, der Schwäche und Armseligkeit, der dem Wesen des Menschen zugrunde liegt, wird verarbeitet. Nicht nur die Zunge, nein, jedes einzelne Teil des Körpers wird zu einer Ausdrucksform der Zuflucht und Hilfesuche. Es ist, als würde der Mensch durch diese Störungen zu einer Schreibfeder, die bewegt wird und sich in wiederum tausende der verschiedensten Schreibfedern enthält. Er schreibt auf das Blatt seines Lebens oder die Tafel seiner Träume die Geschicke seines Lebens, verkündet den Namen Allahs und wird selbst zu einer göttlichen, gereimten Kasside, also zu einem Lobgedicht, erfüllt so seine Geschöpfespflicht. Falls sonst niemand etwas zu fragen hat, würde ich hier abbrechen. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الفاتحة